Herzlich willkommen. Wir wollen heute einen Käse- oder Quarkkuchen machen und dazu habe ich Folgendes vorbereitet. Wir benötigen also 1 Kilogramm Quark, dann 250 Gramm Zucker, ein Vanillezucker, 200 Gramm Butter, 6 Eier, 100 Gramm Grieß aus Weichweizen und einen halben Beutel Backpulver. Anschließend verrühren wir alles zu einem Teig. In der Zwischenzeit können wir unsere Springform vorbereiten. Wichtig ist also, dass sie unten dicht ist. Im Beispiel habe ich die Springform unten abgedichtet mit einem Backpapier, sodass nichts rauslaufen kann. Den seitlichen Rand tue ich etwas einfetten mit Margarine. Und dann kann ich den Teig schon in die Springform geben. Und dann können wir weitermachen mit dem Backen. Nun heizen wir den Backofen vor bei 170 Grad Ober-Unterhitze. Und nach einer Stunde schauen wir, ob der Kuchen fertig ist mit der Stäbchenprobe.